Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was der Ergebnisraum ist und wie man ihn bestimmt, was Elementarereignisse bzw. Ereignisse sind und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unser Ziel für dieses Video wird, so wie auch beim letzten Video wieder sein, die Ergebnisse für ein bestimmtes Ereignis bei einem zweistufigen Zufallsexperiment zu bestimmen und dann die zugehörige Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Wir sind hier in der letzten Box der Arbeitsblattreihe beim Abschlussbeispiel. In den vorigen Videos haben wir schon die Teilaufgaben 1 und 2 gelöst und jetzt geht es hier um die dritte und letzte Teilaufgabe. Wir haben wieder ein Ereignis gegeben, und zwar, dass eine Augenzahl auf einem der beiden Würfel die jeweils andere Augenzahl teilt. Das ist jetzt so ähnlich wie beim letzten Ereignis. Da hatten wir den Fall, dass die rote Augenzahl die weiße Augenzahl teilt. Wir sollen jetzt also hier auch wieder alle Fälle herauspicken, bei denen das erfüllt ist, und dann die Wahrscheinlichkeit berechnen. Ich bitte dich auch hier wieder das Video kurz zu pausieren und zunächst zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Die Auflösung gibt es dann gleich danach. Gut, wir haben jetzt hier unseren Ergebnisraum und ich habe auch nochmal die Ergebnisse für das Ereignis aus dem letzten Video eingeblendet, also die habe ich hier schon markiert. Das sind einfach alle Zahlenpaare, bei denen die rote Zahl die weiße Zahl teilt. Jetzt überlegen wir uns einfach nur, sind von den Zahlenpaaren, die jetzt hier nicht markiert sind, noch welche dabei, die wir hier dazu nehmen dürfen, weil ja jetzt auch der Fall in Frage kommt, dass die weiße Zahl die rote teilt. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Wenn wir uns das Ganze wieder so überlegen wie beim letzten Mal, dann gehen wir jetzt die Zahlen einfach der Reihe nach durch. Wenn wir auf dem weißen Würfel einen 1er haben, dann teilt er auf jeden Fall jede andere Zahl auf dem roten Würfel. Das heißt, wir können hier jetzt noch die Fälle dazu nehmen. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 und 6, 1. Jetzt haben wir schon 5 neue Fälle dazu bekommen. Wenn wir auf dem weißen Würfel einen 2er haben, dann kommen wieder 2 neue Fälle dazu, nämlich 4, 2 und 6, 2, weil der 2er ja den 4er und den 6er teilt. Und einen zusätzlichen Fall bekommen wir noch, wenn ein 3er auf dem weißen Würfel angezeigt wird, nämlich 6, 3. Die restlichen Fälle, die du dir jetzt hier vielleicht gedacht hast, die haben wir schon dabei. Das sind dann auch die mit den Paschzahlen, also 4, 4, 5, 5 und 6, 6. Jetzt haben wir hier also alle Fälle, bei denen entweder die rote die weiße teilt oder die weiße die rote. Und es gibt auch Fälle, wo die eine die andere teilt und umgekehrt. Das sind eben die Pasche. Das sind insgesamt 22 Stück. Jetzt berechnen wir noch die Wahrscheinlichkeit mit derselben Vorgehensweise wie beim letzten Mal. Und hier haben wir unsere Ereignismenge, die habe ich jetzt T' genannt. Wieder für T-Teiler. Ich habe das aber jetzt T' genannt, weil wir ja beim letzten Video schon die Ereignismenge T hatten, damit das jetzt hier nicht dieselbe Bezeichnung ist. Und dann setzen wir einfach ein. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, rot teilt weiß oder weiß teilt rot. Also es kann beides erfüllt sein, aber es muss zumindest eins davon erfüllt sein. Das ist die Wahrscheinlichkeit, ein Element aus unserer Ereignismenge T zu bekommen. Und die Anzahl der günstigen Ergebnisse ist hier eben 22 Elemente in der Ereignismenge T' und insgesamt sind das 36 mögliche Elemente im Ergebnisraum. Also 22 36stel oder 0,61 periodisch oder ungefähr 61,1%. Und damit sind wir auch schon fertig und das war's für dieses Arbeitsblatt. Hier hast du nochmal die Musterlösung eingeblendet und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.